Nur noch wenige Stunden bis zum Halbfinale gegen Kiel. Doch zu solch einem Event gehören auch PR-Termine. In der Nähe des Kölner Doms hatten Ica Romero und Johannes Selin einiges zu tun. Autogramme schreiben, Fotos machen, über mangelnde Beschäftigung konnten sich die beiden definitiv nicht beschweren. Doch genau das lockt noch mehr Fans an. Die Füchse zum Anfassen. Ja, ich denke auch, dass sie wichtig sind. Hier waren viele Leute. Ica ist natürlich auch ein sympathischer Typ, der dann auch nochmal ein, zwei Leute gut ansprechen kann. Und die haben sich gefreut, hier auch von uns Autogramme sich holen zu dürfen. Jonathan Stembecken hatte es da schon ein bisschen ruhiger. Der Schwede nahm an einer Golf-Charity-Veranstaltung zugunsten der Deutschen Krebshilfe teil. Mit dabei waren auch Handballgrößen wie Stefan Kretschmer. Und Stembecken machte eine gute Figur. Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Abschlag für den 24-Jährigen. Ich habe ganz viel gespielt in Schweden. So. Mein Handicap ist 17 jetzt, so. Aber ich hoffe, wir können weniger machen. So. Dabei traf Stembecken schon mal auf seine Kontrahenten vom Wochenende. Doch von Rivalität keine Spur. Schließlich ging es ja um die gute Sache. Doch kann man sich bei so viel drumherum aufs Turnier konzentrieren? Wir sind Profis, so. Wir können konzentriert voll auf Handball spielen. So. Alles ist super. Also hieß es am Nachmittag nochmal trainieren und den letzten Feinschliff fürs Halbfinale holen. Fürs Halbfinale gegen den THW Kiel. Am Ende des Trainings gab Coach Sigurdsson dann nochmal das Motto für die kommenden Tage aus. Alles ist möglich.